Hallo, liebe Nation. Ja, wir sind hier draußen. Und ich habe hier einen ganz tollen Erdem. Ja, schon ein bisschen verblichen. Ich habe das ja schon mal gemacht und habe den Skalglow mit diesem Zeug hier gebleicht bzw. entgilbt. Und das war damals im Hochsommer. Und jetzt würde ich das gerne mal bei, ich glaube, 4 Grad haben wir es gerade, im März versuchen. Ja, ich werde das jetzt hier nicht so ausführlich machen wie beim letzten Mal. Ja, ich ziehe den guten mal aus und dann packe ich meine Sonne und wir gucken mal, was passiert. Ach ja, beim letzten Mal haben die Leute mich immer gefragt, ja, geht da nicht die Farbe, das Lackierte kaputt oder wie auch immer. Ja, testen wir mal, ne? Schauen wir mal, was passiert. Beim Skalglow hat das wunderbar funktioniert. Da ist nichts an der Farbe kaputt gegangen und ja, wir gucken mal. Tage später. Also, der Kollege lag jetzt 2 Stunden, 2 Stunden, 2 Tage hier voll in der Sonne. Und ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie geil das funktioniert mit dem Zeug. Also, auch das Weiß. Ich stehe jetzt hier extra in der Sonne. Was wie am ersten Tag. Unglaublich. Also, wenn ihr mal vergilbten Kollegen habt, dann macht das mit diesem, wie heißt das, Wasserstoffperoxid, Creme. Cremeoxid gibt es bei eBay. 250 Milliliter kosten da, glaube ich, mit Versand 6 Euro, 8 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Und total easy, also bei so einem Wetter wie jetzt, also hier die. Ist die Sonne da, Lorenz, der ballert. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Ja. Einfach drüber, ab in Gefrierbeutel. Und dann packt ihr das in die Sonne, dreht das zwischendurch mal, damit von allen Seiten die Sonne dran kommt. Einige sagen, man soll das dann zwischendurch abwaschen und nochmal machen. Aber ich habe es jetzt einfach stumpf 2 Tage in der Sonne liegen gehabt, habe es zwischendurch umgedreht und ja, funktioniert super. Und ja, zu eurer Frage, ob da irgendwie die Farbe, das Bemalte angegriffen wird, also ich sehe da gar nichts. Ganz im Gegenteil, ich finde die Farben sind sogar noch kräftiger als vorher, weil dieser ganze Gelbschmand rausgegangen ist. Auch der Kopf, der war vorhin, was heißt vorhin, vor 2 Tagen noch so braun angelaufen, irgendwie alles raus. Total geil. Das hat auch bei dem Scarglow damals super funktioniert, aber hier bei dem Adam, ey, richtig geil. Also, wenn ihr mal was habt, was vergilbt ist, packt das Ding in Wasserstoffperoxid-Creme. Die hatte, glaube ich, 12%. Wie gesagt, gibt es bei eBay für ein Apfel und ein Ei. Packt euch das in eine Gefriertüte und legt den Kollegen in die Sonne und ihr habt wieder Spaß dran. So geil. Ja. Okay, das dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und reinhauen.